Ja, hallo zusammen, auch von unserer Seite nochmal. Wir freuen uns sehr, Sie hier zu unserem Beitrag willkommen heißen zu dürfen. Mein Name ist Isabel Wessels. Und mein Name ist Eugen Essmann. Hallo zusammen. Heute leider nicht auf der Bühne, aber trotzdem genauso am Beitrag beteiligt waren unsere Kollegin Antonia Deuss und unser Kollege Ben Himmelrath. Und wie Sie gerade schon gehört haben, wir sind studentische Mitarbeitende des Prorektorats für Lehre und Studium der Universität zu Köln und haben uns im Rahmen dieses Vortrags aus unserer studentischen Perspektive mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Studium beschäftigt. Ja, der aktuelle Wild West-Moment der generativen KI und ihrem Einsatz im Studium. Warum reden wir davon? Also abgesehen davon, ich finde es toll, einen Cowboy in einen Vortrag über künstliche Intelligenz einzubauen. Aber warum genau gehen wir davon aus, dass wir gerade im Wilden Westen sind? Weil wir gerade im Studium in einer reinen GoldgräberInnen-Stimmung sind. Es herrscht absoluter Opportunismus. Alle Beteiligten wollen sehen, was möglich ist, das Beste rausholen, einfach nur zeigen, was gerade schon die Tools leisten können. Und dazu kommend, gerade bestehen noch nahezu keine Regularien in diesem Bereich. Genau, und aus dieser Perspektive beziehungsweise aus verschiedensten Perspektiven wollen wir darauf blicken. Und zwar blicken wir einmal auf die Studierenden, die aus ganz unterschiedlichen Gründen KI-Werkzeuge im Studium anwenden, wie wir vorhin auch schon gehört haben. Einige Beispiele werden wir auch noch erwähnen. Dann gibt es wiederum die Hochschulen, die dem Thema auch auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen begegnen, von Angst und Verunsicherung bis hin zu optimistischem Aktionismus. Dann gibt es die Lehrenden, die besorgt sind, dass Studierende generative KI verwenden, um in Prüfungen zu betrügen. Und es wird das Ende der Bachelorarbeit beschworen. Dann gibt es aber auch Hochschuldidaktikerinnen, die da sagen, dass man die Prüfungsformate ändern muss. Und Studierende sind oft deshalb besorgt, dass die Ansprüche, die an sie gestellt werden, wachsen, da einfache Aufgaben nun durch KI erfüllt werden können. Alle Perspektiven sind fast widersprüchlich, aber gleichzeitig existent. Ja, und das heißt, diese Stimmung, die gerade herrscht, die Stimmung gleichzeitig zwischen Möglichkeit und Verunsicherung und auch oft in den Medien gezeigt, die Anfragen, die gerade die Hochschulmitarbeitenden hier kennen werden, was passiert jetzt mit dem wissenschaftlichen Lernen, was passiert mit wissenschaftlichen Arbeiten, wird das alles jetzt viel einfacher werden? Wir wollen hier einen eigenen Blick drauf werfen und ein bisschen auch eine eigene Prognose aufwerfen. Wir glauben nämlich daran, das Studium wird wesentlich spannender werden, aber auch deutlich komplexer, gerade für Studierende. Und das wollen wir heute zeigen anhand von drei Thesen, die wir mitgebracht haben. Die erste, KI-Tools werden einen Beitrag für das souveräne Denken, Handeln und Entscheiden von Studierenden leisten. Die zweite, KI-Tools zeigen nicht nur Schwächen von Studierenden auf, vielleicht eher Schwächen aktuell bestehender Strukturen. Und die dritte These, KI-Tools werden einen Beitrag für die allgemeine Zugänglichkeit und auch Bildungsgerechtigkeit des Studiums als solchen leisten. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf unsere Thesen und starten natürlich mit These 1. KI-Tools werden einen Beitrag für das souveräne Denken, Handeln und Entscheiden leisten. Genauer gesagt, die Existenz von KI-Tools lenkt den Blick auf bestehende wissenschaftliche Kompetenzen und zwingt uns zu hinterfragen, wie wir zukünftig arbeiten und forschen. Der Prozess sowie die Problemstellung einer wissenschaftlichen Arbeit müssen aber zunächst einmal verstanden werden, um KI-Tools überhaupt sinnvoll nutzen zu können und einzusetzen. Wir denken, der Umgang mit KI-Tools ist eine eigene Kompetenz. Warum, erklärt mir mein Kollege. Genau, und zwar, ich habe auch hier eben schon ein tolles Gespräch gehabt zu dem Thema Kompetenz im Umgang mit dem Tool als solchen. Ich habe ein tolles Beispiel gehört zum Einsatz von ChatGPT in mathematisch orientierten Studiengängen, wo dann ChatGPT alles vorrechnen kann. Und da existieren nun Stimmen, die sagen, da muss man doch gar nichts mehr rechnen können. Das kann doch alles der ChatGPT leisten. Und da gibt es zwei Punkte. Zunächst einmal die Kompetenz, überhaupt mit ChatGPT arbeiten zu können, also die eigene Kompetenz, das zu einsetzen zu können, zu verstehen, was es für Produkte generieren kann, warum es diese Produkte generieren kann und warum es vielleicht sie nicht generieren kann oder auch sogar nur so tut, als ob es sie generieren kann. Der zweite Punkt, aber auch ganz spannend, selbst wenn nun ein KI-Tool ein Produkt generiert hat, und jetzt machen wir das mal ganz allgemein, wir machen Texte, Grafiken, Rechnungen, alles Mögliche. Jetzt haben Studis ein Produkt in die Hand bekommen und es generiert.
Aber damit ist ja noch nicht die Arbeit getan. Ja, man braucht ja noch die Fähigkeit, überhaupt dieses Tool, das Produkt einordnen zu können, es kritisch bewerten zu können und entscheiden zu können, was nun mit diesem Produkt passiert. Man braucht die Kompetenz, einschätzen zu können, ist das Produkt ansatzweise richtig, ist es grob falsch, braucht es ein bisschen mehr Arbeit, braucht es ein bisschen weniger Arbeit daran. Und das sind eigentlich Fachkompetenzen noch, die zusätzlich erworben werden müssen. Wir können jetzt also sagen, ja, in der Fleißarbeit für Studierende können generative KI-Tools eine Zeitersparnis darstellen, aber diese Zeit ist dann nicht weg, die löst sich dann nicht auf in einer Faulheitslogik, die teilweise konstruiert wird, sondern im Gegenteil, dieser Raum, der geschaffen wird, der muss ausgefüllt werden, mit der Zeit Fachkompetenzen zu erwerben, die es erst einem möglich machen, als studierende Person, als lernende Person, das Produkt zu bewerten, das hergestellt wurde und entscheiden zu können, wie es damit weitergehen soll. Vielleicht als Beispiel aus meinem Haus. Ich bin im rechtswissenschaftlichen Studium und wenn ich nun eine generative KI wie ChatGPT bitten würde, etwas für mich zu generieren. Also in meinem Studiengang ist es meistens so, dass Fallstellungen gestellt werden und die Aufgabe daran besteht, Gutachten, Fachgutachten für KollegInnen zu erstellen, wie eine gewisse rechtliche Problematik gelöst werden würde. Wenn ich nun ChatGPT darum bitten würde, dies für mich zu generieren, die Lösung zu generieren, einen Meinungsstreitentscheid zu generieren, dann kommen schon gerade in der aktuellsten Fassung ganz spannende Sachen raus. Aber ich muss ja erst einmal Zeit investieren in den Erwerb von meinen juristischen Fachkompetenzen ins Handwerkszeug und ins Fachwissen, um überhaupt zu verstehen, was genau wurde da generiert, warum ist es potenziell nicht ganz richtig, warum ist es vielleicht sogar perfekt möglicherweise irgendwann oder warum muss es noch grob verbessert werden. All das muss als Zeit gerade investiert werden. Daraus schlussfolgern wir, dass das Erlernen von gutem Umgang mit Zukunftstechnologien zu besserem Erwerb von wissenschaftlichen Kompetenzen wird, als oft angenommen. Und wenn wir nun zur zweiten These kommen, KI-Tools zeigen nicht unbedingt nur Schwächen von Studierenden auf, sondern auch Schwächen bestehender Strukturen. Es gibt ja gerade diese aktuellen Herausforderungen, die durchaus an Universitäten und Hochschulen bestehen, von denen wir hören, gerade auch im Zusammenhang mit Assessment-Formaten. Und wir glauben daran, das hängt nicht mit Faulheit von Studierenden oder sogar von Lehrenden zusammen, wie die These vertreten wird teilweise, sondern einfach mit Wachstumsschmerzen, weil gewisse neuralgische Punkte bestehender Strukturen getroffen werden. Wenn zum Beispiel viele aktuelle Assessment-Formate bestanden werden können von Tools der künstlichen Intelligenz, auch ungewollt insbesondere von diesen bestanden werden können, dann muss man auch die Frage aufwerfen, welche Kompetenz wurde denn gerade in diesem Assessment-Format geprüft und muss das Assessment-Format nicht angepasst werden? Das heißt, es geht nicht darum, alles über Bord zu werfen, es geht um alte Kompetenzen im neuen Gewand und es bedarf eigentlich einer gewissen Anpassung bloß an diese neue Gegebenheit. Ein Prozess, der im wissenschaftlichen Lernen noch eigentlich gar nicht neu ist als solcher. Und genau deshalb denken wir, die Verortung des Einsatzes von KI im Studium muss gemeinsam mit Studierenden und Lehrenden, aber auch weiteren Teilhabenden diskutiert und bearbeitet werden. Die Rahmenbedingungen für einen guten Umgang mit KI müssen gegeben sein oder gemeinsam geschaffen werden. Dazu gehört die Etablierung von Regeln, Zugang zu den Tools sowie der Aufbau von den Kompetenzen, die wir gerade benannt haben. Hochschulen müssen agil genug werden, um emergenten und sich dynamisch entwickelnden Technologien nicht nur hinterherzulaufen, sondern diese mit allen gemeinsam aktiv mitzugestalten. Beispiele aus unserer Perspektive zeigen, innerhalb eines Kurses zu wissenschaftlichen Arbeiten oder zum wissenschaftlichen Arbeiten könnten Lehrende und Lernende durch KI-Tools unterstützt werden. Unsere Kollegin Antonia Deuss hat zum Beispiel letztes Semester selbst ein Tutorium geleitet und hat die Erfahrung gemacht, dass sehr viel Zeit für reine Wissensvermittlung aufgebracht werden muss. Durch den Einsatz von KI-Tools als Unterstützung könnte der Frontalunterricht in einen Workshop umgewandelt werden, bei dem auch der gute und wissenschaftliche Umgang mit KI-Tools gemeinsam erarbeitet werden kann. Worum geht es also? Es geht nicht nur unbedingt
um Regulierung als solche. Es geht nicht, also wir haben schon heute gehört, natürlich, es bestehen Risiken, es bestehen Fragen, die geklärt werden müssen, die alle gemeinsam klären wollen. Aber es geht auch darum, gemeinsame Rahmenbedingungen zu schaffen als solche, um gut mit Tools der künstlichen Intelligenz im Studium, aber auch in der Welt da draußen darüber hinaus umgehen und gut arbeiten zu können. Ja, kommen wir nun zu unserer letzten These, die sich auf den Aspekt der Zugänglichkeit bezieht. Denn unserer Auffassung nach werden KI-Tools einen Beitrag für die Zugänglichkeit des Studiums leisten. Durch KI-Tools wird die Zugänglichkeit und vor allem die Studierbarkeit erhöht und mehr Menschen mit ihren unterschiedlichsten Anforderungen können studieren. KI-Tools könnten zum Beispiel bestimmte Dienstleistungen wie zum Beispiel Nachhilfe, Design oder ein Lektorat demokratisieren und auch Lehrende dabei helfen, die Barrierefreiheit zu erhöhen, worauf mein Kollege jetzt wiederum eingehen wird. Was für Barrieren bestehen gerade bei wissenschaftlichen Arbeiten? Insbesondere eine große Hürde, die durch Einsatz von KI-Tools angegangen werden kann, sind sprachliche Barrieren und die damit einhergehenden Privilegien, was Sprachkenntnisse als solche angeht, was auch Fachkenntnisse angeht. Sprache ist unfassbar wichtig. Wir haben gerade eben auch gehört, Kommunikation ist unfassbar wichtig. Und damit können gerade in Barrierefreiheit ungewollt Privilegien entstehen, die Studienverlauf und Studienerfolg negativ beeinflussen können. Und hier können durch die Generation von und Überprüfung von Leistung Abhilfe geschaffen werden, wie zum Beispiel für Studierende in Lebenslagen, die es nicht ermöglichen, mit anderen Studierenden zusammen zu lernen oder sich Bezugspersonen zu holen. Hier können Tools Sparringpartner sein oder genutzt werden, um selbstständig zu lernen, selbstständig Lernkontrolle zu betreiben. Hier können Tools eine Abhilfe schaffen, die bislang einfach nicht möglich war für Personen, die einfach in einer gewissen Lebenslage sind. Und wo wir auch gerade dabei sind, KI als solche, ein Punkt der Diskussion, der sehr spannend ist, aber gar nicht so oft thematisiert wird, interessanterweise. Dort, wo der Zugang zur Bildung allgemein nicht sehr stark ist, wo er stark eingeschränkt ist, dort können KI-Tools eine echte, aber auch vor allem skalierbare Alternative sein im Zugang zur Bildung, was ganz neue Perspektiven ermöglichen würde für schlechter gestellte Regionen und Personen. Gerade zur Barrierefreiheit, es ist jetzt schade, dass die Präsentation schon fertig war, aber eine Kollegin von uns hat uns die Möglichkeiten gerade noch vor ein paar Tagen gezeigt. Und zwar hat sie uns demonstriert aus einem Vortrag heraus. Dort wurde eine Grafik gezeigt zur Verdeutlichung. Weniger relevant, was konkret in der Grafik selbst drin war. Es war eine Blume mit ein paar Hinweisen. Einfach nur eine Metapher zur Verdeutlichung von bestimmten Stoffinhalt der Lehrveranstaltung. Und dort konnten dann Studierende diese Grafik nehmen, sie ChatGPT zuteilen und dort sagen, bitte generiere mir eine barrierefreie Erklärung dazu, was dort steht. Und das Tool konnte eine tolle Leistung beweisen in dem Bereich. Das sind Ressourcen, wie wir heute auch gehört haben schon, das sind Ressourcen, die durch den Einsatz von Tools frei werden, die Barrierefreiheit ermöglichen durch Möglichkeiten, die personell einfach an den meisten Hochschulen und Universitäten bislang eingeschränkt waren. Insgesamt gerade für Studierende erster Generation, auch um die Perspektive genannt zu haben, potenziell mit weniger finanziellen Mitteln, potenziell in einer Lebenslage, wo sehr viel Zeit mit einer Erwerbstätigkeit im Studium nachgegangen werden muss. Kein Zugang zu akademischen Generationenwissen, gerade auch dort können solche Tools massive Abhilfe schaffen in Diskussionen und Debatten, die gerade zu allen Universitäten und Hochschulen bei uns geführt werden. Da hätte ich dir gerade fast das Wort abgeschnitten und einen sehr, sehr wichtigen Punkt nicht gehört, auf den ich jetzt sowieso nochmal eingehen würde. Ja, Sie haben es gehört, KI-Tools ermöglichen es einer größeren und vor allem diverseren Gruppe an Menschen zu lernen und erhöhen insbesondere im Studium die Zugänglichkeit. Aber wir wollen auch nicht verneinen, neue Ungleichheiten entstehen ebenfalls durch ungleich verteilten Zugang zu KI-Systemen, der bisher noch sehr präsent ist. Wir sehen daher die Verantwortung unter anderem bei Hochschulen, die Zugänglichkeit zu und den Einsatz bzw. Umgang mit generativer KI zu fördern. Um auf unsere Ausgangsfrage zurückzukommen, warum wird denn das Studieren jetzt erst richtig spannend? Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie
die Welt sich gerade verändert, wie Allgemeinbedingungen sich verändern, die Art des Lernens, des Forschens, des Arbeitens, all diese Dinge sind gerade im Umbruch. Es gibt massive Veränderungen und Herausforderungen, die wir gesamtgesellschaftlich angehen müssen. Und jetzt sind wir Studis in dieser Welt, in diesem Umbruch und befinden uns gerade mittendrin. Und deswegen glauben wir, es wird jetzt richtig spannend werden zu studieren, weil jetzt die Hochschulen und Universitäten gefragt sind, in einer Zeit, in der oft die Frage nach dem Studieren gestellt wird. Diese sind jetzt gefragt, auf die Komplexität der kommenden neuen Welt, der spannenden, der tollen, aber auch schwierigen neuen Welt vorzubereiten. Und das ist der Punkt der studentischen Souveränität. Denn gerade nun, was wir gehört haben, gerade eben, dass KI-Tools helfen auch können, Realität und Fakes unterscheiden, all diese Dinge, Bewertung, Entscheidung, Handeln, mehr denn je wird von Studierenden ab heute und in naher Zukunft erwartet werden, selbstständig, eigenständig zu denken, zu handeln und zu entscheiden. Ja, vielen, vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie Interesse haben, mit uns weiter über dieses Thema zu diskutieren, sind wir auch auf jeden Fall heute noch hier. Ansonsten sehen Sie hier unsere Kontaktdaten und können natürlich auch gerne außerhalb dieser Veranstaltung Kontakt zu uns aufnehmen. Ja, ansonsten wünschen wir Ihnen noch einen schönen restlichen Spätnachmittag, Abend. Erholen Sie sich von den vielen Eindrücken, lassen Sie alles sacken und vielen, vielen lieben Dank noch einmal. Super, auch von meiner Seite ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch beide. Ich bin mir sicher, dass zu diesen spannenden Eindrücken einige Fragen eingetrudelt sind. Liebe Martina, was sagt der Chat? Ja, viel Applaus im Chat zu diesen drei Thesen, die ihr uns vorgestellt habt. Allerdings, ich muss dich enttäuschen, Maxi, keine einzige Frage. Was mich jetzt aber zu der Frage verleitet, ich gehe mal davon aus, so wie hier auch, sind ja die Mehrheit Lehrende, Forschende, also die andere Seite. Wie reagieren die denn im Normalfall auf eure Thesen? Ihr werdet die ja öfter vorstellen, jetzt nicht nur hier im Plenum. Wie sind da die Rückmeldungen und die Reaktionen? Willst du anfangen? Ja, sehr gerne. Ich glaube, die passendste Beschreibung hierfür ist Licht und Schatten. Also gerade auch hier, gerade von den Lehrenden, die hier sind, denke ich, sehr viele sind dabei, die wollen das Neue, die wollen ausprobieren, testen, schauen, was möglich ist. Auch die, das Lab als solches, die Möglichkeiten, die wir oben gesehen haben, wir haben natürlich auch oben fleißig alles ausgekundschaftet. Es sind viele Leute da, die experimentieren wollen, die zeigen wollen, was möglich ist. Auf der anderen Seite aber, und das ist das, warum wir auch hier stehen wollten, es gibt durchaus Lehrende, die eben der Meinung sind, wissenschaftliches Studium vorbei. Ich zum Beispiel, ich plaudere ganz kurz aus dem Nähkästchen. Gerne, damit ich war zuletzt mit einer Professorin von meiner Fakultät zum Mittagessen und dort hatten wir einen ganz interessanten Austausch, wo sie mir zum Beispiel gesagt hat, ja, also jetzt, wo ChatGPT die gesamte Hausarbeit vorformulieren kann, die Seminararbeit, die wissenschaftliche Hausarbeit, die können wir jetzt abschaffen. Wir können jetzt einfach nur Klausuren stellen und schauen, was die Leute auswendig gelernt haben. Und das ist der Kompetenzerwerb. Und genau gegen diese Thesen, genau deswegen wollen wir stehen, weil beide Perspektiven existieren durchaus. Und der Punkt ist ja, die eine Perspektive, die ich zuletzt genannt habe, die kritische Perspektive, natürlich, es ist wichtig. Wir haben gesagt, Rahmenbedingungen wichtig. Wir haben es auch eben von Frau Kass gehört. Es gibt Risiken, die eventuell auch Studierende nicht ganz einschätzen können. Aber die Welt dreht sich weiter, die Komplexität wird gesteigert und das können auch Hochschulen nicht Ewigkeiten ignorieren. Genau. Vielen Dank. Ja, definitiv. Weißt du da noch? Ich würde mich da anschließen. Ich nehme das auch als sehr gemischt wahr. Ich komme aus einem ganz anderen Fachbereich, nämlich den Medienkulturwissenschaften. Und nehme das da eigentlich eher als ein sehr unterschwelliges Thema wahr. Also es wird eigentlich wenig mit Lehrenden darüber gesprochen, beziehungsweise eher für selbstverständlich genommen. Halt eben genau diese, ich will jetzt nicht sagen Faulheitslogik, aber es wird vermutet, ja, benutzen sowieso alle Studierenden und wir können dagegen nichts machen. Für mich ist eigentlich eher dieser Kontext von, okay, wie gehe ich als Studierender damit um und auch eben, dass wir als Kollegin da so sehr viel drüber sprechen, das macht es für mich irgendwie einfacher, aber ich muss auch ehrlich sein, mir fehlt es im Studium. Also mir fehlt es total, dass ich irgendwie eine Art Wegweisung bekomme, die mir sagt, okay, du solltest machen, du solltest nicht machen, ist vielleicht etwas hart, aber
was darf ich überhaupt? Und das ist jetzt auch aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive leichter gesagt als getan, weil wir setzen uns halt im Rahmen unseres Jobs da noch mit auseinander. Aber es gibt natürlich auch viele Studierende, die diesen Zugang gar nicht haben, beziehungsweise einfach ja, ins Leere laufen. Und das stört uns. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. So, jetzt kommen doch noch ein paar Fragen. Zuerst mal ein Hinweis vom Johannes Schleiß, der ja gerade hier noch auf der Bühne stand. Danke für euer Engagement. Und er hat den Hinweis, dass morgen um 16.25 Uhr auf der Community Stage es auch Einblicke in die studentische Perspektive auf künstliche Intelligenz nochmal gibt. Vielleicht für alle die, die ja Interesse daran haben. Und die Stefanie Goh fragt, versteckt sich nicht hinter dem Begriff Souveränität studentische Partizipation? Ist lustig, ne? Ja, ich finde es toll, auch als in unserem Job heraus. Entschuldigung, darf ich dir was weg? Oder? Nein. Wunderbar. Go for it. Wir haben nämlich schon einmal zum Thema studentische Partizipation auch gemeinsam gesprochen. Und das ist ganz, ganz, ganz interessant, der Punkt. Denn wir haben ja auch bewusst gesagt, und ich finde es toll, dass das aufgegriffen wurde, ich finde es einfach super, wir haben ja bewusst gesagt, es sollen gemeinsam Rahmenbedingungen geschaffen werden. Genau, nämlich darum geht es eben, dass durch diese erlangte Souveränität oder die Notwendigkeit überhaupt, mehr denn je Souveränität zu haben, dass dadurch auch diese Stärke der Stimme herkommt, gemeinsam partizipieren zu müssen aufgrund der Komplexität der Welt und des Studiums, die uns jetzt entgegenkommt. Willst du was ergänzen? Hab nichts zu ergänzen. Also ich musste gerade auch nur lachen, weil wir halt, ich glaube, es ist jetzt anderthalb Jahre oder so, also fast zwei Jahre her, auch diesen Vortrag zu Partizipation gehalten haben und dieses Thema für uns, wie gesagt, sehr wichtig ist, weil wir uns gerne einbringen. Und ich glaube, dass viele Studierende sich eigentlich gerne einbringen würden, aber leider auch in der Masse oft untergehen. Ja, mehr bleibt mir eigentlich gar nicht übrig zu sagen. Dann vielleicht nur als letztes Wort dazu, weil du es auch gerade eigentlich angesprochen hattest. Es geht im Endeffekt um das Stichwort Zugänglichkeit. Ja. Wiederum, also das ist das zentrale Stichwort, was immer wieder fallen kann. Zugänglichkeit, 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 die eben wiederum ressourcentechnisch mehr denn je verfügbar ist für strategische Prozesse an Universitäten und Hochschulen. Mhm. Fragen habe ich jetzt keine mehr. Vielleicht einfach noch, wenn ihr die Chance nutzen wollt, das Wichtigste, was ihr den Lehrenden hier im Raum und an den Bildschirmen mitgeben wollt zu diesem Thema. Ich halte mich da ganz kurz. Geht auf die Studierenden zu, die wollen sprechen. Wenn nicht alle, aber viele wollen sprechen, viele wollen gemeinsam arbeiten, viele wollen in die Zukunft gucken, gemeinsam in die Zukunft gucken. Genau. Und daneben noch vielleicht der kleine Hinweis, es lohnt sich, sich zu trauen. Es sind alte Kompetenzen in neuem Gewand eigentlich. Es ist Bekanntes, es ist spannend, es ist komplex, aber es lohnt sich, sich zu trauen, dort gemeinsam reinzusteigen. Und dann möchte ich hier noch abschließen mit einer, ich schätze mal, Kollegin aus dem Lehrkreis, Christine Schmidt, schreibt, im Grunde stecken die Lehrenden in der gleichen Situation wie die Studierenden. Alle brauchen und suchen Orientierung. Ich denke, die aktuellen Strukturen sind hinderlich für notwendige Entwicklungen, aber ich denke, wir machen uns auf den Weg, oder? Ja, definitiv. Super, dann ganz herzlichen Dank nochmal an euch beide und auch an Sie im Livestream. Hiermit sind wir zur letzten Tagesordnung quasi gekommen, was die Shifting Stage betrifft. Also möchte ich mich in diesem Sinne ganz herzlich bei euch allen, bei Ihnen allen bedanken. Herzliches Dankeschön. Jetzt möchte ich natürlich auch gerne noch auf das Abendprogramm hinweisen. Vielen Dank.